Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, liebe Pennywise-Freunde. Ja, ich hoffe, ihr habt den zweiten Teil von S schon geschaut, ne, die Neuauflage im Kino. Ich war schon im Kino, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir persönlich hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Es gab Höhen, es gab auch Tiefen, aber im Ganzen ist das ganze Ding ein Meisterwerk. Mit Teil 1 zusammen absolut ganz oben am Mitspielen. Und ich dachte mir, wenn der Film gerade so aktuell ist und es so viele schöne, lustige Sachen von Funko gibt zu Pennywise, dem tanzenden Clown, zeige ich euch das mal. Und deswegen habe ich ein bisschen was vorbereitet. Eigentlich noch nicht. Ich habe nur so ein paar Pops hier schon mal hingestellt, ne, und ein paar kleine Figürchen, damit ihr schon mal ein bisschen was sehen könnt, solange ihr mich hier noch seht. Und gleich, ihr kennt das, ne, schwenken wir da mal um und dann zeige ich euch die Sachen aus der Nähe. Ja, viele schöne Sachen von Funko. Habt ihr Bock drauf? Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Schauen wir uns die Sachen mal gemeinsam an. Wir fangen einfach mal mit den Mystery Minis an. Da gibt es diesen wunderbaren Kollegen hier mit der Hundezunge, wie es sich nennt. Zumindest beim Pop steht irgendwie drauf, mit Dog Tongue. Und der sieht schon ziemlich cool aus. Die Hände sind so flach, weil das eine Szene ist, die kennt ihr vielleicht auch schon aus dem Trailer, wo er mit den Fingern gegen die Scheibe drückt und dann mit der Zunge an der Scheibe lang leckt. Die Zunge ist hier auch etwas komisch, denn im Film ist die Zunge viel größer und breiter unten. Aber das sieht hier einfach wahrscheinlich kultiger aus. Diese Zähne und diese Augen. Der Mystery Mini ist wirklich gut gelungen. Es sieht fast so aus, schaut mal, als wenn er gegen die Kamerascheibe drückt oder gegen eure Fernseherscheibe und jetzt dann immer so... Sehr cool gemacht, ich finde den toll. Er hat sogar Spucke hier oben am Mund, das finde ich richtig, richtig gut gemacht. Von hinten sieht er natürlich auch ganz, ganz toll aus. Ist ein cooler Pop, also Mystery Mini natürlich. Ne? Dann gibt es noch den Standard Pennywise, der einfach nur so dasteht und sagt, ich habe euch vermisst, lasst uns spielen. Ne? Der da einfach so dasteht und sagt, alles klar, ich bin wieder da, los geht's. Sehr cool gemacht, allein dieses Kopf zur Seite drehen, das ist schon wieder so... Ja, großartig. Das haben wir, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, damals bei Jason Voorhees. Na, diese leichte Schräghaltung. Oder war es Michael Myers? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, aber seitdem ist das für Horrorfilmfiguren auf jeden Fall eine ganz besondere Sache. So, dann haben wir den Pennywise mit dem Beaverhead. Na, das ist halt das Team aus Derry sozusagen. Na, steht auch I Love Derry drauf. Und ja, das ist halt so ein Hut. Vorne so mit Biberzähnchen dran, Öhrchen und hinten ist, das sieht man hier jetzt nicht, aber doch, da kann man es vielleicht sehen, da ist auch noch so ein Schwänzchen mit dran hinten. Diese Mütze hat eine durchaus signifikante Rolle im Film, im zweiten Teil, deswegen passt das sehr, sehr gut. Sieht auch cool aus, der Pennywise. Ja, und man muss, glaube ich, auch sagen, ich glaube, kein Gesicht gleicht dem anderen exakt. Also ihr seht schon, ja, da hat man sich durchaus Mühe gegeben, dass die Köpfe nicht alle gleich sind. So, dann haben wir noch einen Pennywise und der ist an sich so in dieser Form, meine ich, auch im Film gar nicht drin. Es gibt einen Pennywise mit ganz, ganz vielen Ballons, aber da sind die eher so angeordnet wie bei so einem, ja, in einer geometrischen Form, wie so eine Pyramide fast. Ja, deswegen stimmt das nicht so ganz. Wenn ihr die Mystery Minis sammelt, dann werdet ihr den ganz leicht rauskriegen, denn der wiegt mal so eben 130 Gramm, während die anderen erheblich weniger wiegen. Das heißt, wenn ihr die Mystery Minis in der Hand haltet und den schwersten findet, dann wird es dieser hier sein. Da könnt ihr also nichts falsch machen. Also es ist wirklich erheblich schwerer als die anderen. Sieht auch super aus. Schaut mal. Blub, 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 Luftballon. Piep, 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 piep. Popcorn. Entschuldigung. Das ist auch wirklich wunderschön. Na, es ist einfach ganz, ganz toll. Das Design dieses neuen Pennywises ist einfach grandios und großartig. So, und wir haben aber nicht nur Pennywises, wir haben auch, nein, Georgie. Es gibt bei den Mystery Minis natürlich auch noch die ganzen anderen Kids. Na, und die anderen Erwachsenen. Also ich glaube, die Kids gibt es diesmal nicht, sondern primär die Erwachsenen. Aber das ist natürlich Georgie, der ja nicht erwachsen ist. Oh, Georgie, wo bist du? Da. Was ich allerdings witzig finde, ist, das ist Zombie Georgie. Ja? Und das ist der Georgie aus dem ersten Film. Fällt euch da irgendwas auf? Ja, Georgie scheint ganz schön gewachsen zu sein in der Zwischenzeit. Na? Denn das war der kleine Junge aus dem, ups, da fällt er mir doch glatt in den Abfluss, der kleine Junge, ne, aus dem ersten Film und inzwischen ist der ganz erheblich gewachsen. Das ist schon merkwürdig. Ne, sein Boot ist dasselbe, aber auch das ist auf merkwürdige Weise gewachsen und tatsächlich ist der neue Georgie fast so groß wie der Pennywise. Das ist schon ein bisschen komisch, ne, aber aussehen tut er trotzdem toll. Huch, da fällt er mir doch glatt um. Pennywise bleibt stehen. Ne, hier wird nicht getanzt.
Na, trotzdem sieht der irgendwie cool aus. Also, warum wird der nicht scharf? Also, da ist er. Na, ist natürlich, das ist der kleine niedliche Georgie und das ist der untote, böse Zombie-Georgie. Ja, kann man machen. Finde ich ein bisschen komisch, sieht aber trotzdem super aus. Macht sich sehr gut im Regal. Ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass ich ihn habe. So, Mystery Minis. Das ist ja aber nicht alles. Gehen wir mal zu den Pops. Ja, da haben wir die ersten drei Pops. Wir fangen einfach mal wieder mit dem an. Er leckt so richtig schön über den Bildschirm. Und der hier hat auch ganz schön viel Sabber mit dabei. Das läuft ihm hier so runter. Die Zunge ist natürlich ein bisschen kürzer als bei dem... Kommt sie zumindest vor, als bei dem Mystery Mini. Aber der Pop sieht wieder wunderbar aus. Na, auch der greift so ein bisschen an die Scheibe. Wobei das nicht ganz so plakativ ist. Aber schaut euch dieses Gesicht an. Wow. Die Zähne sehen auch gut aus diesmal. Das war ja bei der ersten Wave damals. Zum ersten Film ein bisschen komisch teilweise, wie sie das mit dem Gebiss gelöst haben. Bei einigen dieser Pops. Aber das sieht jetzt hier richtig super aus. Na, der Pop macht sich gut. Richtig, richtig cool von hinten. Ja, da brauche ich nicht viel zeigen. Das sieht überall gleich aus bei den Pennywise-Pops. Da ist nicht viel zu sehen. Na, vorne spielt hier die Musik, ganz, ganz klar. Und dieser Pennywise, der ist jetzt gerade, und den habe ich leider natürlich noch nicht, noch in einer weiteren Variante erschienen im Funko-Shop. Und da hoffe ich natürlich, dass wir den dann auch inzwischen schon oder bald bei EMP bekommen können oder bei irgendeinem anderen Shop. Bei Popculture ist er schon drin. Da hat der hier noch so rote Flecken, ne? Blutige Flecken, einen richtig blutigen Mund. Na, das haben sie dann noch ein bisschen verändert. Das ist im Prinzip genau dieser Pop. Da ist also nichts anderes, außer dass der noch ein bisschen Blut hat. Na, aber als Fan nimmt man den eventuell ja dann doch mit, auch wenn er dem ziemlich ähnlich sieht. Aber er ist halt blutig, nicht? Ganz, ganz toller Pop. Dann haben wir den normal dastehenden. Ja, die Minis sind im Prinzip genauso wie die regulären Pops fast. Das ist, seht ihr hier schon, ne? Der steht halt auch einfach so da. So, hallo, hier bin ich. Der Pennywise sieht natürlich auch super scary aus. Schaut euch das an. So. Allein dieses, ne, er malt seine Augen mit Kajal. Das gefällt mir sehr gut. Sieht super aus. Ich hoffe auch, dass da noch so einige Pennywises rauskommen. Denn im Film gibt es durchaus noch Sequenzen, wo man sagt, da könnte man noch eine super Figur draus machen. Ne, aber der hier steht jetzt einfach nur so da. Es könnte einer von den Pennywises aus einer der frühen Szenen des Films sein. Ne, fand ich auf jeden Fall super. Also der gefällt mir auch sehr gut. Das ist so der simple Pennywise. Einfach ganz... großartig. Und der dritte im Bunde ist der hier. Won't be there for him either. Ja, wirst du für ihn auch nicht da sein? Na, dann mit dem blutigen Mund. Sehr, sehr cool gemacht. Na, das Skateboard haltend. Alles ist voll mit Blut. Wobei sie das hier sehr, sehr, sehr gerade gesetzt haben. Ne? Also eigentlich ist das ein Bemalungsfail, weil das eher so aussieht, als wäre das so ein Fingerling, den er da anhat. Ja, anstatt, dass man das halt noch so ein bisschen ausbluten lassen. Aber egal. Gut, wir wollen nicht nitpicky sein. Hier seht ihr schon, da hat er den Mund voll Blut. Na, und das auf dem Skateboard sieht halt auch super aus. Das ist auch eine sehr interessante Szene im Film. Na, und wer den Pop sieht, der wird sich dann wundern, wie die Szene im Film vonstatten geht. Aber ich will ja nichts spoilern, dementsprechend sage ich nicht mehr. Aber auch dieser Pennywise sieht großartig aus. Interessant dabei zu sagen, schaut mal den Unterschied. Wie viel weniger Augen-Make-up dieser Pennywise hier hat. Ne? Das ist witzig, weil der sieht total scary aus und der wirkt obwohl er Blut hat, eher verspielt und weniger scary. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, dass meiner einfach nur weniger Blut hat als andere, aber das sieht schon interessant aus. So, ich habe auch noch mehr Pennywises. Die zeige ich euch gleich. Drei weitere Pennywises. Jawohl. Wir fangen mal mit dem hier an. Das ist der Walmart Exclusive. Zumindest in den USA. In Europa ist der scheinbar überall zu kriegen. Der Pennywise mit dem Messer. Ja. Das wird wohl Henry Bowers Messer sein. Oder? Hm? Wer weiß das schon so genau? Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht an die Szene in diesem Teil 2, wo Pennywise dieses Messer hier trägt. Das ist sogar etwas, was sich einfach auch durch die gesamte Figurenreihe zieht. Fast nichts, was wir hier sehen, kommt so im Film vor. Aber auch dieser Pennywise ist echt super. Hier hat man natürlich wieder genau denselben Kopf, ne, wie bei dem anderen. Also im Prinzip haben die Pop-Pennywises alle denselben Kopf bekommen. Hat man zumindest so den Eindruck. Da ist, glaube ich, kein Unterschied. Ne. Körperlich ist das natürlich auch alles ziemlich ähnlich. Nur man hat andere Arme dran gemacht in den meisten Fällen. Und manchmal ist die Körperhaltung ein bisschen anders. Hier steht er zum Beispiel so ein bisschen in die eine Richtung. Ne, und natürlich das mit dem Messer ist dann neu. Den besser nicht runterfallen lassen, sonst ist das Messer weg.
Da haben wir natürlich den mit dem Beaverhead. I Love Derry. Ja, auch das kommt so im Film nicht vor, meines Erachtens nach, dass er diesen Hut in der Hand hält. Aber gut, ich spoilere hier ein bisschen, aber so schlimm ist es sicherlich nicht, weil, na, ihr habt ja diesen Pop gesehen und denkt dann, oh, das kommt so im Film und wartet dann drauf. Und wenn es dann nicht kommt, na, ist es vielleicht besser, wenn ihr es vorher wisst. So. Auch hier toller Pop von hinten, genauso wie alle anderen, sieht genau gleich aus. So stellt sich den aber auch keiner ins Regal, ne? Sondern so. Hier ist ein bisschen komisch, wie starr dieser Arm so nach unten geht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig und das ist sehr atypisch, ne? Weil die ganzen anderen Pops, da ist der Arm immer noch so ein bisschen mit Schwung und hier ist er so starr runter. Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ansonsten aber auch wieder super gemacht. Diese Derry-Kappe ist echt super, die Derry Beavers, großartig. Ne? Und zu guter Letzt, zumindest vorerst, bevor ich dann noch einen großen zeige, jawohl, ne? Haben wir hier noch den I Love Derry Luftballon und der sieht echt gut aus und auch erheblich besser als der erste, ne? Weil damals, da gab es, ich glaube, das war der Hot Topic Exclusive, bin mir nicht ganz sicher, ne? Da gab es dann halt anstelle des Pennywises mit dem Boot einen mit dem Ballon und da man da denselben Pop nehmen wollte unbedingt und nicht die Idee hatte, dass man das vielleicht hier so ein bisschen schräg macht, damit man ein bisschen mehr Platz hat, ist der Luftballon mehr oder weniger direkt über der Hand und super winzig. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Das hier sieht gleich ganz, ganz anders aus. Das musste man natürlich ein bisschen dicker gestalten, damit das nicht abbricht, aber das ist ja auch richtig so. Ich weiß nicht, ob der hier oben festgeklebt ist, ich will nicht dran rumbiegen. Auf jeden Fall ein super Pop. Die kommen übrigens alle mit so einem Standy auch. Den habe ich jetzt hier nicht abgebildet. Ja. Ich finde den ganz toll. Das ist auch einer der schöneren von den neuen, finde ich. Ne, mit den Luftballons, das sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Ja, überhaupt der Kopf von Pennywise. Hier ist ein bisschen wenig Kajal um die Augen. Ne? Es ist sehr unterschiedlich gestaltet. Bei einigen ist da sehr viel, bei anderen ein bisschen weniger. Das mag aber nur daran liegen, dass die natürlich unterschiedlich gefertigt sind im Laufe der Zeit und unterschiedliche Leute da dran sitzen, die das bemalen oder besprühen oder wie auch immer. Dementsprechend ist das klar, dass die da alle ein bisschen unterschiedlich sind. Aber schaut ihn euch an. Wunderbar. Scary. So. Jetzt haben wir die 6 Zoll Pennywises durch. Quatsch. Die 3,75 Zoll Pennywises durch. Jetzt kommt nochmal der große. Den kriege ich nicht auf die Kamera anders, deswegen muss ich euch den hier ganz zum Schluss auf diese Weise zeigen. Das ist der 10 Zoll Pennywise und wir halten einfach mal einen normalsterblichen Pop daneben. Schaut mal, wie groß das Ding ist. Der Wahnsinn, oder? 10 Zoll halt. Ich finde den fantastisch. Vor allen Dingen, es ist auch nicht exakt das Mold von dem ganz ersten Pennywise, sondern sie haben schon noch ein bisschen was verändert. So bei der Nase kann man das ganz gut erkennen. Ist ein bisschen anders. Die gesamte Bemalung wirkt auch noch ein bisschen anders. Das heißt, es ist schon sehr, sehr ähnlich dem alten Pop, aber auch irgendwie nicht. Das Ding ist ganz, ganz großartig und da es ja jetzt auch 19 Zoll Pops gibt, zumindest jetzt den ersten, hoffe ich natürlich, dass sie auch meinen lieben Pennywise in 19 Zoll nochmal rausbringen, weil den muss ich mir auf jeden Fall hinstellen. Das Ding ist absolut zum Feiern. Schaut euch das mal aus der Nähe an. Es ist halt das Mold sehr, sehr ähnlich, wie gesagt, wie der allererste Pennywise mit Georgies Boot. Willst du dein Boot nicht wieder haben, Georgie? Ihr wisst Bescheid, ne? Hier unten fliegen wir alle. Oh, das magst du am liebsten, oder? Popcorn. Entschuldigung. Mir geht's immer durch, ihr wisst das. Es ist so, bei Pennywise geht's mir immer durch. Ich finde das Design ganz, ganz toll. Ich liebe die beiden Filme. Na, wobei der erste tatsächlich ein bisschen besser ist, aber ich liebe trotzdem beide Filme. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, mir zuzuschauen, wie ich euch diese wunderbaren, schönen Erinnerungsstücke an diese tollen Filme, diese wunderbaren Sammlerstücke, diese tollen Objekte, diesen wunderbaren 10 Zoll Pop und all die anderen Sachen einfach mal gezeigt habe. Ja, weiter geht's. Ich hoffe, da kommt noch so einiges raus zu Pennywise. Das wäre schade, wenn das jetzt schon zu Ende ist. Tatsächlich, habt ihr ja gemerkt, es gibt jetzt zum neuen Film noch nichts vom Losers Club. Also die Erwachsenen und so, da ist bis jetzt noch nichts rausgekommen. Ich weiß noch nicht, ob da überhaupt was kommt. Seien wir gespannt. Na gut, ein paar Mystery Minis gibt's, da sind sie halt mit dabei, aber die habe ich halt nicht alle. Ne? Und bei den Pops ist es halt so, da sammle ich die Menschen-Pops ja eh nicht. Mir geht's primär um den Kollegen, ne? Und ich habe auch nichts gegen den kleinen Georgie, das habt ihr ja auch schon gesehen. Ja, wobei der diesmal gar nicht so klein ist, das hatte ich ja schon erwähnt eben. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ne? Ich weiß, ich hatte jedenfalls richtig, richtig viel Spaß. Ich werde jetzt die ganzen Kollegen wieder zurück ins Regal stellen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zusammen mit meinem guten alten Freund. Vergesst nicht, ich habe auf dem Kanal ein wunderbares Pennywise-Special zum
ersten Film und zu der klassischen Miniserie und Informationen über das Buch und Merchandise und so weiter. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich es, eine Infocard hier reinzusetzen. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal reinziehen. Ist ein nettes Movie-Special von mir. Ich sage tschüss. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir Kommentare. Drückt mal die Benachrichtigungsglocke. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin raus. Euer tanzende Clown Pennywise.